ein Video aus der Reihe Industriekultur. Ich bin Carsten in Hagen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, wie gesagt, bin heute in Hagen, bin heute hier im Freilichtmuseum unterwegs und hier im Freilichtmuseum werden bis zu 16 alte Handwerke gezeigt, auch live gezeigt in historischen Werkstätten. Ja, die Häuser hier sind wirklich historische alte Gebäude, die früher mal an einer anderen Stelle gestanden haben und nach da abgebaut worden sind und hier wieder neu aufgebaut worden sind, zu einem Museumsdorf, wenn man so möchte, zusammengebaut wurden. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der sogenannten Lohmühle. In der Lohmühle wurden unter anderem Rindenstücke zum Gerben von Leder gemahlen und vorbereitet, wie man hier zum Beispiel schon sehen kann. Ja, draußen hört man das Mühlrad mahlen und hier oben wurden dann die Rindenstücke in die Mühle gegeben, die dann hier eine Etage tiefer die Rindenstücke fein gemahlen hat, sodass man damit Gerbmittel herstellen konnte. Ja, also bis zu 16 Werkstätten kann man hier besichtigen. Unter anderem auch eine alte Sensenschmiede aus dem 18. Jahrhundert. Ja, und hier befinden wir uns in einer historischen Kuhschellenschmiede, wie sie da hinten neben dem Fenster auch an der Wand hängt. Ja, hier befinden wir uns im zweiten Raum der Schellenschmiede. Das ist der Raum, in dem sich die Esse befindet. Ja, und die nächste Werkstatt ist eine alte Messingschmiede. Befinden wir uns dann neben der kleinen Messingwerkstatt von gerade, jetzt in der großen Messingwerkstatt. Hier stehen dann auch die Messinghämmer, wo dann unter anderem auch Messingteile gestanzt wurden. So, hier am Balken sieht man so ein gestanztes Messingblech und direkt hier vorne ist
dann dieser große Hammer, wo dann diese Messingfedern gestanzt wurden. Und da an dem Barbierteller kann man vielleicht erkennen, was sich hier in diesem Gebäude verbirgt. Ja, und auch das hier ist Handwerk. Hier gibt es noch einen alten Friseursalon. Und hier gibt es dann noch eine Gusswerkstatt, wo unter anderem auch noch Glocken gegossen werden. Oder auch, so wie hier, gusseiserne Reliefe. In den Regalen im Nebenraum liegen die Matrizen, also die Negativformen. Die werden quasi in den Gusssand gedrückt, sodass sich eine Form ergibt. Von außen an der Gusswerkstatt kann man auch ganz oben da gut die Rauchabzüge erkennen, ohne die das Ganze natürlich auch nicht möglich wäre. Ja, und an der Kupferschmiede, da raucht schon ganz gewaltig. Ja, hier befinden wir uns jetzt im Kupferhammer. Hier wird auch mit einem Wasserrad werden hier die Hämmer betrieben, wo dann das Kupferblech in die entsprechende Form getrieben wird. Ja, hier lässt sich dann wirklich einen schönen Tag verbringen. Und hier in dieser Werkstatt werden Feilen gehauen. Dies hier ist eine Kleineisenschmiede. Hier wurden kleine Eisenteile hergestellt. Eine Beilschmiede. Ja, und wer mit Kindern kommt, im Sommer kann man hier auf dem Wasserspielplatz bestimmt auch eine schöne Zeit verbringen. Ja, und hier demonstriert uns Christian, wie man eine kleine Wasserhose macht. Ja, und hier gibt es einen Hörbrunnen. Hier befinden wir uns im Stahlhammer oder auch im sogenannten Pochwerk.
wo dann durchaus größere Teile auch geschmiedet wurden. Im Bergischen Land und im Sauerland wurden früher auch immer schon sehr viel Sensen geschmiedet. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass es hier im Museum auch eine Sensenschmiede gibt. Ja, hier befinden wir uns in der alten Papiermühle, Papier- und Pappmühle. Und hier wurde dann von diesen weißen gekelkten Figuren Papier hergestellt in allen möglichen Formen und Größen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Ja, und hier befinde ich mich jetzt im Zinkwalzwerk. Sägewerk kann man hier unter Umständen auch mal in Aktion erleben. Ja, und hier wurde dann auch noch Essig hergestellt. Thank you.
nachdem wir am Ende des Museums, sage ich jetzt mal so, am hinteren Ende des Museums, ist nochmal ein Dorfplatz mit Bäckerei und Brauerei. Ja, da haben wir gerade auch noch ein leckeres Brot, ein Zwiebelbrot gekauft und ein paar Mettwürstchen. Ja, da bin ich nachher mal gespannt, wie die schmecken. Ja, ich habe mir gerade noch ein Fläschchen Bier gegönnt für heute Abend. Schön gekühlt aus der hauseigenen Brauerei. Sind jetzt hier am Eingang wieder zurück. Ja, wir haben es jetzt 14 Uhr. Waren ein paar schöne Stunden. Wir haben ja echt viel gesehen. Ich denke mal, ich habe längst nicht alles auf Video. Ja, einige Werkstätten sind echt interessant. Und da arbeiten auch Leute, die haben richtig Spaß an ihrem Job, haben auch wirklich Spaß daran, uns was zu zeigen. Was ich nicht wusste, dass jetzt in Deutschland mittlerweile auch wieder Nägel geschmiedet werden. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann kommt selber hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde sagen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.